Hey, 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 ich bin okay. In Deutschland liegt noch kein Schnee. Okay, der war schlecht, selbst für mich. Weiter geht's mit der Quest. Denkt an die Kinder. Ich werde nie wieder Held spielen. Ja, mein Kleiner. Meine Kleine. Bleib schön hier. Spiel nur versteckt. Für alle nicht wundern, ich bin jetzt Level 35. Ich habe. Also mit den Quests nicht weitergemacht, aber ihr seht hier, ist schon von der Erkundung her einiges grün. Also ich habe eine Menge Sternjagd hier gemacht. Und das gab auch einfach mal so viel EP in den allerwertesten geschmissen. 113 von 675, also da ist noch ein langer Weg vor uns. Viele Sachen kann ich noch gar nicht machen, weil da braucht man teilweise. War mal das hier? Angeln, fortgeschrittener 3 und sowas. Ich bin jetzt bei Angel fortgeschritten. Nee, bei Angeln Neuling 3 oder so. Das kann man ja hier oben sehen. Genau, Neuling 3 habe ich zur Hälfte. Ja, so ein paar Fischchen gefangen, aber das kostet auch so viel Zeit. Deswegen machen wir einfach weiter die Quests. Oh, ich bin so niedlich, ja, ich weiß. Es gab zwischendurch noch ein Event, da konnte man sich dieses tolle Blake-Umarmungskissen holen. Das ist das gleiche wie das Auto. Nur castet es etwas schneller. Und man läuft mit einer Kuscheldecke rum. Guck die Augen an. Oh, er freut sich. So, weiter geht's. Nö, ich hab die Kuscheldecke. Wo muss ich überhaupt hin? In Elinia. Achso, okay. Was ich ja auch vergessen hatte, ab Level 30 kriegt ihr so ein Fenster mit Makros. Ich weiß nicht, wo genau die sind. Ich habe aber in einem kleinen Guide ein bisschen was angeschaut und habe mir was zusammengestellt. Und zwar sind in dem Makro mit bei diese Glückssterne, die hier nicht. Sternjäger und Sternschauer. Also das heißt, wenn ich jetzt A drücke, habe ich ja die hier. Wenn ich E drücke, habe ich die hier. Und hier habe ich wieder die. So, ich habe, da mein kleiner Finger aber nie was zu tun hat, weil ich ja komplett anders spiele als die meisten Leute, ist mein kleiner Finger immer auf dieser Shift-Taste. Und da habe ich mir die Makro-Taste gesetzt. Ihr habt jetzt gesehen, dieser Skill wird als erstes aktiviert. Irgendwie immer, wenn das Makro da ist. Fragt nicht warum. Wenn ich ihn gedrückt halte, macht er diese drei Skills, also hier A, E und D, sobald sie ready sind. Das heißt, wenn ich gedrückt halte, macht er jetzt die ganze Zeit A, also diese beiden Sterne, bis die anderen wieder bereit sind. Und das ist auch so einer der besten DPS-Kombos, die ich mitbekommen habe zumindest. So, nehme ich eigentlich wieder auf? Moment. Sorry, ich muss das echt immer nachgucken. Ich habe da schon Paranoia. Lass mal mit Kätzchen reden. Miau. Das Portal zur Magieakademie funktioniert nicht. Okay. Linie in Dunkelheit. Schicke mich zu Einos. Wer ist Einos? Versuche es mit Caitlin. Ja, ich kann Caitlin erfassen. Okay. Ach, der portet jetzt. Okay. Warum ist es so dunkel? Duster. Caitlin. Lumba Gumba. Caitlin. Lumba Gumba. Wie bist du hierher gekommen? Sie kommt von hierher. Was geht hier nur vor sich? Aha. Mehr Hinweise werden uns nicht gegeben, ne, dass da die Tür leuchtet. Jo. Professor Einos, Elinia in Dunkelheit. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal froh bin, dich zu. Wie bitte? Was soll das denn heißen? Jeder ist froh, mich zu sehen. So, ich hoffe, ihr wartet kein Bossfight auf uns. Ich hasse nämlich Bossfights. Irgendwie. Kleine Mobs-Schnitzel macht mehr Spaß. Einos, gib jetzt nicht auf, wir können es noch schaffen, die Saat der Dunkelhaut aus deinem Inneren zu vertreiben. Nee, das wird nichts, alter Mann.
sonst hättest du es schon längst geschafft. Vergebens. Was ist passiert? Hey, voll der Hartz-IV-Typ kommt da rein, unterbricht den Kampf. Ich wusste, dass es einmal so weit kommen würde. Ja, aber ausgerechnet jetzt, meine Magie stößt halt ihre Grenzen. Ja, das habe ich schon beim Betreten des Raumes gesehen. Oh, es verwandelt sich. Die Dunkelheit hat ihn erwischt. Nein, mir wird langweilig, bring es, alles klar. Voll overpowered. Los, metzel den alten Mann nieder, der ist nichts wert. Bitte, du musst Einos helfen. Ich muss ihn nicht helfen. Ich muss ihn vernichten. Ja, alles klar, bricht zusammen. Kein Mana mehr, oder was? Wie interessant. Wie bist du hierher gekommen? Oder hereingekommen, sorry. Ich weiß nicht, was hier vor sich geht, aber ich werde tun, was ich kann, um zu helfen. Also beruhige dich und... Bleib mir aus dem Weg. Mehr brauchst du nicht zu tun. Aber ich will... Können wir nicht Freunde sein? Junge, was war das für eine Schockwelle? Ho! Nein! Shit! Alles daneben, Mann. Ich wollte ja schön die Crit-Kombo machen. Ah, die ist eh schon vorbei. Oh, fuck. Das hat mich ja fast gewonshottet. Nein. Oh, nein. Oh. Mach keinen Scheiß, Junge. Bitte mach keinen Scheiß. Hat er mich gepackt? Nee, warte. Einos. Oh, Asimov. Alles klar. Alles klar, wie viele Personen kommen hier noch? Haha, ich werde ihn dir nicht so einfach überlassen. Dies wurde mit... Was tust du? Ich kann mich nicht bewegen. Nehme den Schlüssel zum schwarzen Mond. Okay, ja, nimm bitte. Mal, dann macht er hier kein Chaos mehr. War eh eine Lusche. Geh und trainiere ihn. Zwischen dem Kampf gegen eines und Aufenthalt der Barriere, Jolinia hat erstmal den Asimov die letzten Reste seiner Magie aufgebraucht und ist verreckt. Er fiel in den in einen tiefen Schlaf und Einos, für dessen Schutz er so hart kämpfte, wurde von einem geheimnisvollen Fremden entführt. Okay. Die sind geschlagen und ungeschützt. Die Überlebenden müssen sich auf unsichere Zeiten vorbereiten. Zum Trauen bleibt keine Zeit. Genau, das Abenteuer geht weiter. Die zwei Gesichter des Einos. Okay. Wo ist er? Ich muss ihn finden. Er ist nicht er selbst. Nichts, das ist unmöglich. Erstmal mit Jürgen quatschen. Jürgen? Nein, nicht mit dir. Hier, mit dem grünen Kopf. Gute Arbeit, Lumagumma. Es steht nichts in unseren Aufzeichnungen über das Wesen, das eines entführt hat. Aber was die abrupte Wandlung des Professors angeht. Ja, bla bla bla. Ihr habt alle recht. Ich sollte mich da mal einmischen. Ist dir was Seltsames aufgefallen? Ja, er wurde von der Dunkelheit verschlungen. Bla bla bla. Ich kenne die ganze Geschichte. Ist ohne Fehl und Tadel. Ja, das haben wir gesehen, Mann. Der Typ wird von mir weggemoscht. Deine ganze... Ja. Kommt zum Punkt, Lady. Dafür entschuldigst du dich bei Anne sofort. Mich entschuldigen? Alles klar. Aber hier wieder eine Oberzicke. Caitlin. Ich werde den Professor alleine finden. Selbst wenn du recht hast, das ändert gar nichts. Okay.
Aus dem Weg, Lumbagumba. Alles klar. Alles klar. Lass sie gehen, dann stört sie uns nicht. Let's have a threesome. Kaum zu glauben, dass sowas in der Linie passiert. Ey, das sind Stufe 30 Quests und die wird schon 35. Ich komme darauf nicht klar, Mann. Aber ich habe halt nur den Vorteil, dass ich jetzt ein ganz, ganz bisschen bessere Skills habe. Könntest du zur Leuchtkäferhöhle gehen? Ja, kann ich. Ich weiß auch genau, wo das ist. Na, 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 na. Na, 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 na. Halt, stopp, hier war die. That can't be done here. Ah Mann, ich wollte mein Schweinchen benutzen. Egal. Was zurückgelassen wurde. Ach, ich rede mit einer Wand. Ich dachte, das wäre irgendein Typ. Dort befindet sich eine lange, enge Spalte in der Wand. Nee, der Wasserfall. Wenn du davor stehst, kannst du einen Luftzug spüren. Drücke dein Gesicht dagegen, alles klar. Es fällt zwar schwer, ein Geräusch ins Wasser hindurch auszumachen, aber irgendein Läuten dringt von der anderen Seite herüber. Okay, haben wir jetzt besseres Zeug? Ja, das nehme ich. Ich habe auch ein besseres Cape bekommen, das war aber nur wegen dem Level-Dings hier, die 35er-Truhe. Und bessere Ohrringe. Die waren da auch mit drin. Okay. Weiter im Programm. Die Quelle der Dunkelheit. Oh, eine Kiste. Ach so, okay. Ich muss da weiter reingehen. Das wusste ich jetzt nicht. Zentrale Monster stark, Randgebiete schwach, Spuren von Giftpilz verbreiten sich mit großer Reichweite. Gedeiht fantastisch. Ah, nice. Sowas müssen wir in Deutschland anbauen. Dann stirbt bald jeder. So, gibt's hier gutes EQIP? Ja. Ausweichchance 2. Gefahr breitet sich aus. Ja, ja, ja. Oh Leute, ich werde wieder geportet. Dein Ernst? Are you serious, man? Wache Ex. Gib mir mal bessere Waffen. Ich brauche das. Dann bin ich zu spät. Ja, du bist immer zu spät. Die Quelle der Dunkelheit am Schattenaltar. Ach, ist jetzt Dungeon oder was? Gaum, Gruppe suchen. Ich hab grad keinen Bock alleine. Nice, hab was gefunden. Ja, gut 16, 17 Minuten sind noch drin. Ein bisschen grüßen die Leute. Halte die Mächte der Finsternis auf. Oh lol, was erwartet mich denn hier? Lösche die Schattenflammen. Mhm, da bin ich bei. I need spirit. Ich weiß, dass du Spirit brauchst. Ja, Schattenflammen löscht keiner, ne? Astral. Wozu gibt es mich? Höhlbank bekommt ihr Damage hinter. Shit. My spirit is low. Ich weiß, dass dein Spirit low ist. Oh, habt ihr schon gemacht? Lasst rein. I need spirit.
wenn das so einfach wäre. Oh lol. Das ist einfach, ja. Ich glaube, ich probiere es noch mit meinem DPS-Makro. Boah, der hat mich erwischt. Penner. Ja, komm, schubst mich in die Gülle hier. Komm nicht raus. Shit. Du hast Post, ja, in so einem wichtigen Moment habe ich Post. Nein. Aber warte, das ist Lennon, die Snitch, ne? Der ist ja immer abgehauen. Okay, komm auf einmal all die ganzen Leute her. Wir sind mitten im Bossfight. Bella, Bella. Was ist das? Bin ich irgendwie wert? Devrak, steh auf, kümmere dich um sie. Natürlich. Lennon, komm mit mir. Ich habe einen geheimen Raum, an dem du dich ausruhen kannst. Ja, moin, jetzt steht er da hinten oder was? Oh! Oh! Nein, ich bin doch gestunt! Nein, nein! Alter! Mach keinen Scheiß! My spirit is low. Komm schon, komm schon. Ah, ich wollte einen wiederbeleben. Oh, man kann ihn ja von hier abschießen. Nice. Klatsch, 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 klatsch. Was zur Hölle läuft hier immer ab, Mann? Schießt er einfach random mit Strahlen und hast nicht gesehen? Erstmal wieder schön vollpumpen. Piu, 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 piu. I need stamina. Ah, natürlich basht da mir wieder einer rein. Und ich stehe noch in der Gülle hier. Kann natürlich keinen Trank, nichts einnehmen. Oh yo, die heilen den ja irgendwie. Wir müssen aber dringend weg hier. Jetzt wird Damage gemacht, Mann. Jetzt reden wir weiter, Junge. Ah, ist abgehauen. Wo ist er hin? Da? Ich konnte. Hä? Leute, ihr wisst schon, dass die den heilen, ne? Die checken es einfach nicht mehr. Ah, der haut doch jetzt eh ab, oder nicht? Nee, nee. Okay, vielleicht können wir den hier finishen. Nice. Hauptsache er macht den Todesstoß gegen Boss. Immer diese scheiß Spin to Win, Leute. Handschuhe, keine vernünftige Waffe, nichts. Gruppe verlassen, ey, ihr seid alle nicht wert. Nix könnt ihr. Ja, ich weiß, dass eine E-Mail da ist.
Aber weshalb denn? Achso, oh, Maple-Münze. Oh, die nehme ich gerne. Wir sind schon bei 20 Minuten. Ja, hier geht noch einiges, Mann. Ah, hier gibt's wieder die guten Wäffchen. Magische Abwehr, heilig Schadenabwehr. Die machen ordentlich Wumms, die Messer hier. Jo. Ach, das war der, okay. Der Fluss der Dunkelheit. Ladin. Oder El-Ladin. Oder Laden. Keine Ahnung, wie man den ausspricht. Wie geht es unserem Professor? Ja, der pfeift aus dem letzten Loch, Mann. Eine hellleuchtende Krise. Mhm. Du kannst dich selbst bemitleiden, nachdem du eine Behandlung für die Krankheit gefunden hast. Okay, okay, okay. Schon, ich will mein Bestes geben. Wie kann ich behilflich sein? Was ist in der Linie passiert? Ja, ganz komisch. Komische, tricky Sachen. Lange waren Asimov und Einos die inoffiziellen Wächter von Illinia. Aber nachdem sich Einos der Dunkelheit gebeugt und ein Attentat auf den Erzmagier verübt hat, ist Illinia ohne Schutz. Ja. Nun wurde Einos von einem geheimnisvollen Feind gefangen und fast die Hälfte der sieben Helden ist zum Zuschauen verdammt. Alles, was noch zwischen der Maple-Welt und der Schattenbedrohung steht, bist du. Mhm. Ich bin immer im Mittelpunkt. Ich wusste es. Ich wusste es. Besonders Abwehrtu. Ich brauche diese Scheiße nicht. Erhöht physischen Angriff. Ja, okay, doch, 3%. Aber das wird eh noch rummüllen hier im Inventar. Plus 7 Karte. Kann man die nicht zusammenlegen? Nein, kann man nicht. Minispiel. Okay. Nein, nicht mit dir. Ich will mit dir sprechen. Karawane aus Litauen. Okay, okay, okay. Ich mache mich auf den Weg. Aber ich kann meine Strengkräfte ausschicken und riskieren, dass uns der zerlumpte Geist durch die Finger schlüpft. Okay. Okay. Junge, auf zu labern, ich will weitermachen. Geht doch. Nein, ich hasse Wüstengebiete. Folge dem Befehl der was? Wer sind die? Okay. Wir müssen uns beeilen, dass die Leute. Ein Krieger aus Perian. Och nee, schon. Fühl dich geehrt, Eindringling. Weg ist er. Ich hasse Magier, Mann. Damit lasse ich dich nicht davon kommen. Mhm. Gegner bezwingen, Ast rein. Das mache ich doch jeden Tag. I need Spirit. Ja, Spirit, fülle ich mal ein bisschen auf. Die machen ja keinen Damage, Alter. Das war's schon. Du bist besser als ich dachte, aber kannst du das überleben? Die Pascars, hört mich an. Ja, Ast rein, der holt einfach noch ein paar. Huh! Nevermind, die machen anderen Schaden. Was ist das für Laser, Junge?
I need spirit. Komm, komm. Easy, Mann. Was kommt jetzt? Aber ich werde ungeduldig. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Wer ist denn das schon wieder? Evagorn, brüllende Faust. Okay. Okay. Wo bleiben die? Ja, sie müssten längst hier sein. Okay, offenbar sind noch mehr Plagegeister dazugekommen. Zurückziehen, natürlich, natürlich. Was macht der Magier, wenn er keine Schergen mehr hat? Erstmal zurückziehen. Wo sind nur die war? Ja. Ja, ich bin aufgetaucht und dann waren sie auf einmal weg, nachdem sie mich angegriffen haben. Ein Fremdling. Hauptmann Alon hat mich geschickt. Okay. Kehren wir ins Dorf zurück. In Ordnung, hey du da, folg uns. Ich dachte... Warte, muss ich jetzt gegen die kämpfen, oder? Nee, anscheinend nicht. Ich dachte schon. Das wäre echt fies gewesen. Taxistand. Oh, so viele neue Sachen. Warte, ich muss mein Zeug verkaufen. Der sieht fast aus wie so ein Minion. Aus. Ich einfach unverbesserlich. Ja, weg damit. Kann ich nicht. Echt toll. Zack, 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 zack. Alles weg. Was kann ich mit dem Rest machen? Kann ich es zerlegen? Nein! Ich kann es einfach rausschmeißen. Wo muss ich überhaupt hin, oder? Schweini, zeige mir, wo es hingeht. Ah. Gefunden. Wenn du eine Nachricht für den Staatsfürsten hast, dann nenne sie mir und ich werde sie weiterleiten. Ja, wahrscheinlich. Du sprichst mit dem härtesten Krieger Imperium. Warum sollte ich dich nicht sofort rausschmeißen? Versuch's doch, Alter. Ich zerfetz dich mit meinen Schuriken. Aber was kümmert mich? Irgend so ein verweichlichter Hauptmann aus der Hauptstadt. Er ist nicht besser als du. Zisch jetzt ab. Alan war uns immer ein guter Freund. Bist du sicher, dass es klug ist, ihn abzuweisen? Still! Ich bin derzeit der oberste Krieger. Alles klar. Ich mosch dich so weg, ey. Hä, hey, jetzt wieder runter, oder was? Was muss ich denn überhaupt machen? Bezwinge Rumpelnisse, verlassene Vajarwächter. Damit. Okay, ich würde sagen, das passt nicht mehr hier in die Aufnahme mit rein. Das wird dann ein bisschen länger dauern. Aber wir sehen uns dann im nächsten Part. Vielleicht wieder mit unserem guten 31er. Wer weiß. Okay, bis dann. Ciao.